Mehr als 60 Jahre, so lange existiert das Warenhaus an der Düsseldorfer Straße. Auch wenn sich die Namen änderten, der Standort ist geblieben. Ab Juni wird er seine Türen aber endgültig schließen. Das hat der Konzern am Montag beschlossen. Es ist ein harter Schlag, vor allem für die Angestellten. Beim Verein Wirtschaft für Duisburg, aber auch eine Chance für die Zukunft. Ich glaube, für die Innenstadt muss man vor allem das auch als Chance begreifen. Ja, man muss immer in den schwierigen Schlägen oder in den schweren Schlägen, die einen gelegentlich ereilen, auch die Chancen sehen. Ich gucke hier aus dem Fenster, da sehe ich den Duisburger Innenhafen. Das ist heute eine Dienstleistungsstandort 1A. Früher war das ein Mühlen- und Getreidehafen. Wenn es den Mühlen- und Getreidehafen noch gäbe, gäbe es da keinen Dienstleistungsstandort. Und wenn wir uns heute angucken, dann war ja, wenn wir ehrlich miteinander sind, das hintere Ende von der Fußgänger von der Düsseldorfer Straße mit dem Kaufhof auch in der Vergangenheit schon nicht mehr so der Publikumsmagnet, sondern eigentlich so ein bisschen beklemmend, das zu sehen, wie das so immer weiter runterging. Der Verlust könnte also auch gleichzeitig eine Chance für die Innenstadt sein. Die gilt es aber auch zu nutzen und sich mit dem Eigentümer über die Zukunft der Immobilie zu einigen. Sollte das gelingen, sieht Alexander Kranki die Möglichkeit, dass das Kaufhaus zu einem Reallabor für innovative Gründungen und Ideen wird. Deshalb muss auch von Seiten der Stadt vor allem eins getan werden. Machen, nicht jetzt ewig überlegen, was ist das Richtige, sondern einfach Dinge ausprobieren, kurzzyklisch. Und wenn was gut ist, dann ist es gut. Und wenn nicht, dann probieren wir was anderes aus. Ja, ich glaube, das ist das ganze Kriterium für Erfolg heute, ist, dass man Dinge probiert, Scheitern akzeptiert, daraus lernt und weitermacht. So funktionieren heute ganz viele Wirtschaftsbranchen. Und ich glaube, auch die Entwicklung in Innenstädten wird nicht mehr so für die Ewigkeit sein, was immer wir machen, wie es das vielleicht in der Vergangenheit mal gewesen ist. Könnte dies nun also eine Möglichkeit sein, die seit langem kränkelnde Innenstadt wiederzubeleben? Im Bereich rund um die Düsseldorfer Straße tut sich aktuell jedenfalls einiges. So sollen dort die neuen Torhäuser entstehen, die vom Duisburger Unternehmen Focus Development realisiert werden. Kantpark und Lehmbruck Museum könnten ebenfalls Teil eines gemeinsamen Konzeptes werden. Auch bei der Wirtschaftsförderung DBI macht man sich bereits Gedanken über eine mögliche Folgenutzung. Das Aus für die Kaufhof-Filiale an der Düsseldorfer Straße ist ein Riesenschlag für die Beschäftigten. Aber es ist auch ein Schlag für die Duisburger Innenstadt. Was jetzt wichtig ist, ist, dass dieses Gebäude nicht lange leer steht, sondern weiterhin seine Funktion im Bereich der Innenstadt erfüllt, aber eben auch mit einer ganz neuen Nutzung. Wir brauchen einen Mix aus Gastronomie, Wohnen, aber natürlich auch weiterhin Einzelhandel. Das ist in dieser Immobilie machbar. Das zeigen auch Beispiele aus anderen Städten. Und das ist auch ein Grund, warum wir hier sind auf der MIPIM. Wir wollen wissen, wie man gerade das Bauen und Entwickeln im Bestand richtig macht. Und wir wissen auch, dass das für Duisburg eine ganz, ganz wichtige Aufgabe an der Düsseldorfer Straße mit der Nähe zum Kantpark ist. Perspektiven will man auch für ganz Duisburg schaffen. Dafür braucht es aber auch Investoren. Und die will man bei der DBI auf der internationalen Immobilienmesse MIPIM in Cannes gewinnen. Besonders für die großen Bauprojekte wie Sechsseen-Wedau, die Duisburger Düden und das Technologiequartier Wedau Nord. Besonders in den aktuell schwierigen Zeiten für die Baubranche sei es laut DBI wichtig, persönlich mit möglichen Investoren ins Gespräch zu kommen, um sie am Ende von Duisburgs Perspektiven zu überzeugen. Und über Duisburgs Auftritt auf der Messe und natürlich auch die Schließung von Galeria an der Düsseldorfer Straße wollen wir jetzt weitersprechen. Dazu schalten wir mal rüber nach Cannes, wohin auch sonst. Und da ist uns kein Geringerer zugeschaltet als der Oberbürgermeister höchstpersönlich, Sören Link. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Hallo nach Duisburg. Schönen guten Tag. Ja, Herr Link, vielleicht ganz kurz am Anfang zum Galeria aus in Duisburg. Das beherrscht ja momentan die Themenlage hier bei uns in der Stadt. Wie sehr blutet da auch das sozialdemokratische Herz angesichts der Beschäftigten, die jetzt ihren Job verloren haben? Ja, die Entwicklung von Galeria Karstadt Kaufhof, die ist schon seit Jahren eine, die einen wirklich umtreibt und besorgt. Nicht nur als Oberbürgermeister, sondern auch als Bürger. Ich meine, so Kaufhäuser, die haben eben die Kindheit, die Jugend geprägt und die sind vielen Menschen an die Herzen gewachsen. Und dass die seit vielen Jahren durch aus meiner Sicht Managementfehler in so eine Schieflage geraten sind, das tut weh. Dass die Beschäftigten das jetzt ausbaden müssen, auch und gerade am Standort Duisburg an der Düsseldorfer Straße, das schmerzt, das ist wirklich bitter. Und ich kann die Wut und auch ein Stück weit die Verzweiflung der Beschäftigten verstehen. Da gilt es erstmal Solidarität zu zeigen und auch sozialverträgliche Lösungen jetzt einzufordern. Da ist das Unternehmen gefordert.
unsere Aufgabe ist es daneben, aber auch für eine Entwicklung dieser Standorte zu sorgen oder für eine Entwicklung dieser Fläche zu sorgen, und da arbeiten wir. Und da passt es ja letzten Endes sehr gut, dass Sie jetzt gerade auf der Immobilienmesse in Cannes sind, auf der MIPIM. Wie sehr hat man schon einen Plan oder wo ist das Ziel jetzt auch hinsichtlich der Nachnutzung von Galeria in dem Warenhaus an der Düsseldorfer Straße? Ja, wir sind zunächst mal mit großen Immobilienprojekten, aber auch kleineren, sehr spannenden Projekten hier aufgeschlagen. Und ich muss sagen, die Gesprächsatmosphäre, das ganze Umfeld ist ausgesprochen positiv. Duisburg ist da. Duisburg wird wahrgenommen als Stadt im Aufbruch und das freut mich sehr. Und wir haben natürlich jetzt mit Wedau, mit den Dünen beispielsweise wirkliche Highlights, hier auch als Modell, die fallen auf. Daneben müssen wir und machen wir natürlich auch Werbung für Standorte wie das Vitalum beispielsweise im Duisburger Norden und jetzt leider Gottes neu dazugekommen die Düsseldorfer Straße, Galeria Karstadt Kaufhof. Da sind jetzt die ersten Gespräche angelaufen und bin mal gespannt, was sich daraus entwickelt. Ja, also Sie bestätigen Gespräche da schon in der Hinsicht. Also konnte man das letzten Endes jetzt auch ganz spontan noch mit auf die Agenda nehmen, jetzt da auf der Immobilienmesse in Cannes? Ja, das ist natürlich ein Thema, was in ganz Deutschland die Menschen beschäftigt. Und insofern ist das auch immer wieder Thema hier. Das ist jetzt noch nichts Konkretes. Es geht jetzt erstmal darum, eine Idee zu entwickeln, wohin will die Stadt mit diesem Standort? Das ist ja wirklich ein starkes Stück Duisburg, die Düsseldorfer Straße direkt am Lehmbruck-Museum als ganz elementar wichtiger Bestandteil der Duisburger Innenstadt. Da müssen wir uns klar werden, wohin wollen wir mit dem Gebäude, mit der ganzen Umgebung und wie kann die Nutzung aussehen? Und darüber einfach mal ein Gefühl zu kriegen, wo denken Investoren hin, wie denken andere Städte über das Thema, dafür eignen sich solche Messen ganz hervorragend. Und Sie haben ja gerade schon einen Überblick gegeben über die großen Bauprojekte, die da natürlich von Anfang an mit auf der Agenda standen, Sechseenwedau oder eben auch Urban Zero, IGA 2027, darüber haben wir ja auch viel schon berichtet und gesprochen. Wenn wir jetzt auch nochmal so den Unterschied sehen vielleicht, Expo Real in München, da waren wir ja zusammen vor Ort, oder eben auch Polis Convention in Düsseldorf, wo ist vielleicht jetzt auch der große Unterschied vielleicht zu Cannes, außer dass vielleicht ein bisschen mehr die Sonne scheint? Also die Sonne ist schon ein nicht zu vernachlässigendes Thema hier in Cannes. Auf der anderen Seite muss man sagen, jede Messe hat so ihre Berechtigung. Ich habe die Expo immer als sehr konkrete, sehr greifbare Messe wahrgenommen. Da wird über sehr viel operative Details gesprochen. Hier in Cannes beginnt man eher die Gespräche, kriegt ein Gefühl für die Entwicklung, auch in anderen Städten und auch über internationale Entwicklung. Und deswegen hat jede Messe ihre Berechtigung. Und ich finde es besonders bemerkenswert, wenn in so einem Umfeld wie hier in Cannes unsere Projekte Dünen, Technologiepark Wedau oder Sechseenwedau, wenn die eben auffallen, Hingucker sind. Und das macht auch stolz, dass wir da, oder es zeigt auch, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Und nicht zu vergessen ist ja auch, dass Sie nicht alleine sind. Sie sind mit einer ganzen Delegation angereist, mit der GEBAG, mit der DVV und natürlich auch der DBI. Vielleicht schlussendlich, was erhofft man sich oder wünscht man sich jetzt auch, wenn Sie sagen, die Gespräche sind da jetzt ganz am Anfang? Womit möchte man letzten Endes auch nach Hause gehen? Das ist ein breites Portfolio. Ich möchte für mich ganz persönlich ein Gefühl dafür bekommen, wie läuft es aus Investorensicht, aus Sicht von Externen in Duisburg, wie stellen wir uns da, werden wir wahrgenommen? Das ist aus meiner Sicht der Fall. Ich möchte mit Investoren über Anbahnungen reden. Also können die sich vorstellen, zum Beispiel in Sechseenwedau sich um die Vergabe eines Grundstücks zu bewerben? Das ist bei vielen ganz offensichtlich ein Thema. Und dass wir hier zeigen können anhand eines Modells, wie weit wir schon vorangekommen sind, wie die Planung an den Dünen aussehen, was wir uns im Technologiecampus in Wedau vorstellen oder eben auch schon, wo wir an anderen Stellen wie dem Vitalum im Duisburger Norden schon konkret arbeiten, Erfolge vorweisen können. Das ist etwas, was diese Messe auszeichnet und wo ich mir erhoffe, dass das andere Leute inspiriert, sich mal genauer Duisburg anzuschauen als einen Standort für viel Perspektive oder mit viel Perspektive und mit Potenzial. Also Duisburg kommt gut an, das nehmen wir mit und wir wünschen weiterhin viel Erfolg bei den Gesprächen und bei den Eindrücken in Cannes und natürlich eine glückliche Hand im Sinne unserer Stadt. Sören Link war das, Oberbürgermeister. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Herzlichen Dank und au revoir. Glück auf.